Schönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich hier live zu Ihrem Wetter im Ersten und ich möchte Ihnen einen Film nicht vorenthalten, den wir heute haben aufzeichnen können an unserem Wetterstudio in Bad Dürrheim. Ich muss mich im Vorfeld schon ein bisschen fürs leichte Geruckel entschuldigen, das ist ein technisches Problem, aber trotzdem, Sie sollen den mitgucken können und jetzt läuft er mal los. Wir blicken hier in Richtung auf ein aufziehendes Gewitter. Sie sehen schon ein bisschen die Stimmung, die Wolken werden dunkler und dunkler, noch gibt es ein paar Lücken, aber dann kommt hier wirklich der Böenkragen und dahinter, wenn es dann wieder heller wird, dann geht erst der stärkste Regen los. Das werden Sie selber kennen, wenn so ein Gewitter auf Sie zuzieht. Und anschließend auch hier wieder wunderbar zu sehen, das Gewitter war vorbei, der blaue Himmel kam, die Luft sinkt hinter dem Gewitter nämlich ab und das räumt den Himmel auf. Apropos Aufräumen des Himmels, das ist nicht das gleiche Gewitter, das ist ein zweites Gewitter. Diese Aufnahme des Regenbogens, Sie sehen das hier schön, wenn Sie ganz genau hingucken, sehen Sie, hier ist noch ein zweiter drüber, aber da muss man einen sehr guten Fernseher haben. Eine Aufnahme von meinem Kollegen aus der Regie, Markus Hagenmüller, heute gemacht in Garmisch-Partenkirchen mit Blick Richtung Wetterstein, als das Gewitter durch war. Und die Gewitter kann ich Ihnen auch von oben zeigen. Und zwar mit Hilfe des Satellitenfilms, der läuft jetzt hier. Sie sehen zunächst das freundliche Wetter, was in der Mitte Deutschlands durchweg freundlich blieb. Und hier im Süden die Gewitter, dieses zweite Gewitter, ist das, was auch Garmisch-Partenkirchen und übrigens auch München überquert hat. Im Süden war die Luft eben viel feuchter, drum hier das Gewitterpotenzial. München heute 26 Grad, aber schwül. Die relative Luftfeuchtigkeit lag bei 67%. Wenn Sie das mal mit Thüringen zum Beispiel vergleichen, Rockendorf liegt in Thüringen, auch 26 Grad, aber nur 21% relative Luftfeuchtigkeit und da schwitzt man dann kaum, da kann man diese Luft richtig genießen, da gibt es dann auch keine Gewitter. Stichwort Gewitter, Wolken- und Niederschlagsvorhersage, Sie sehen, die kommen in der Nacht und morgen früh schon in die Mitte Deutschlands voran, sind von Südwesten kommend, auch teilweise sehr intensiv, örtlich mit Unwetterpotenzial. Das wird uns weiter begleiten, die Nachtkarte fasst das nochmal entsprechend zusammen. Wir haben hier das Ausrufezeichen nochmal angebracht. Wie immer gilt bei Gewittern, es bekommt nicht jeder gleichermaßen eins ab, aber da, wo es passiert, kann es kräftig sein. Im Norden ist es ruhiger und deutlich kühler, 11 oder 12, im Süden 18 oder 19 Grad. Der morgige Vormittag, gleiches Prinzip. Im Süden und in der Mitte häufig Wolken und Schauer. Nach Norden sonniger, aber auch hier kommen erste Schauer, die uns am Nachmittag weiter begleiten. Es ist ein Durcheinander am Himmel über Deutschland mit den kräftigsten Gewitter im Süden. Und im Osten Bayerns geht die Temperatur sogar rauf bis 31 Grad. Sonst sind es im Süden 25 bis 28, im Norden angenehmeren 19 bis 23 Grad. Der Wind meist aus südlicher Richtung, im Mittel schwach, bei Gewittern böig. Wechselhaft das Wochenende. Immer wieder Schauer und Gewitter, am Sonntag deutlich kühler, im Nordwesten gerade mal 19 Grad. Das war's vom Wetter im Ersten. Schönen Abend. Tschüss.